Guten Tag, diesmal mit einem neuen Video endlich und ich stelle mal ein Spiel vor, was nicht wirklich so bekannt ist, weil es ist Angeln und wer interessiert sich denn schon für Angeln? So, und dieses Spiel ist ein Lieblingsspiel meiner Kindheit und das hat vor allem dieser Modus ausgemacht, World Monster Fishing. Und zwar, Name ist Programm. Und da gehen wir jetzt gleich mal nach Ägypten. Und wie man hier schon sieht, 300 Kilo Fisch. Ist sehr unrealistisches, abgespacedes Spiel. Mit Riesenfischen. Mit verdammt unrealistischen Szenarien, die man hier sieht. Und genau deswegen mag ich das Spiel. Und selbst vom Gameplay her muss ich sagen, es ist das beste Angelspiel, was ich je gespielt habe. Selbst wenn die meisten Leute sagen, Angeln, scheiß auf Angeln, aber ich bin nicht der Angelfan. Und trotzdem muss ich sagen, es ist, wie gesagt, ein Spiel meiner Kindheit. Und es ist das beste Angelspiel, was ich je gesehen habe, was ich je gespielt habe. Und man muss so anders meiner Seite sieht. Meine Leiste. Und wenn diese voll dunkelrot einfärbt, hat man ein Problem, weil da ist die Leine kurz vorm Weißen. Beziehungsweise, wenn die komplett eingefärbt ist, ist die Leine gerissen. Und dann war der ganze Spaß umsonst. Mummy. Und das ist natürlich ein Fisch, den braucht man nicht. Man braucht ja nur die großen Brocken. Ist ja immerhin World Monster Fishing. Ja, wollen wir mal gucken. Natürlich diese Viecher sehr, sehr schwer rauszuholen. Ja, wieder so ein Drecksvieh. Braucht keiner. No, line break. Und das war der Vorführeffekt. Komplett rot eingefärbt, Leine gerissen. Ja. Und diese Monsterfische sind, ich bin mir nicht sicher, entweder zum 100% oder vielleicht sind noch welche echte dabei, ich kenne mich da nicht so aus. Aber der Kruster ist einfach nur frei erfunden, wie dieser Mumienfisch. Ich bin mir nicht, also ich bin mir sogar sehr sicher, dass dieser Fisch wohl nicht existiert. Und ich denke auch, in diesem Szenario kann man den nicht wirklich angeln. Braucht keiner, aber es gibt Zeit. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht ewig. Oh Gott. So ein 300 Kilo Fisch ist erstens schwer rauszuholen und zweitens sehr, sehr schwer zu finden. Fish on! Vor allem, wenn nur solche Fische kommen. Man hat des Öfteren sitzt man länger. Aus gewissen Zeiten sitzt man dann 5 Minuten daran. Und lässt die Sache gegessen. Nur leider ist das selten der Fall, weil es soll ja irgendwo doch auch eine Herausforderung sein. Good. Oh ja, großer Fisch. Jetzt muss man aufpassen, wie stark man zieht. Und wenn dieser Fisch zu stark zieht, öfter mal Leine geben. Damit diese nicht reißt. Sonst ist die ganze Arbeit umsonst. Das sieht gut aus. Ab 2,5 Meter wird er rausgeholt. Aber das ist, die Leine reißt meist schneller, als man überhaupt reagieren kann. Man darf vor allem nicht zu schnell drehen. Wenn man zu schnell die Leine eindreht, kann dieser Fisch sehr, 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 sehr aggressiv werden. Und das wirkt sich dann nicht sehr gut aus.
das ist jetzt ein Riesenfisch, was man jetzt hier in der Kamera zwar nicht sieht, aber wenn ich ihn hoffentlich nach draußen bekomme, wird man es. Eng. Dann wird man es. Ja, bestimmt sehen. Ich sag's. Das Spiel nimmt sich selber nicht ernst, aber ist rein vom Feeling her das Beste, was ich je gespielt habe. So. Pharaoh Perch. Und wie man sieht, 239 Kilogramm. Ein Riese, doch leider viel zu klein. 300 Kilo müssen sein. 239 sind's. Zu wenig. Ja. Wie man das sieht, schön. Pyramiden unter Wasser. Sphinx unter Wasser. Ist natürlich in Ägypten so. Aber na gut, wen interessiert. Wollen mal wieder nicht beißen. Ah, Fisch. Doch. Ah, und wieder ein Fisch, den niemand braucht. Die ziehen nicht so schlimm, da kann man ruhig mal reisen. Übrigens, Mummy. Spiel für die PlayStation 1. 783 Gramm. Not game hat fish. Alle beiden Dual Sticks früher unterstützt. Den einen zum Lenken der Rute. Und den anderen zum Eindrehen der Rute. Fisch. Und natürlich, man sieht unten in der Ecke die Anzeige der Meter. Ich habe den Fehler gemacht und habe zu weit rausgehauen. Und jetzt ist er natürlich ganz, ganz hinten. Jetzt muss ich den auf 2,5 Meter reinziehen, was bei dem Geziehen nicht wirklich leicht ist. Kann auch sein, ich muss ich mal jetzt loswerden. Entweder ich bin viel zu dumm für das Spiel, oder weil ich habe einfach nur den leichtesten Schwierigkeitsgrad und es ist trotzdem verdammt schwer. Pharaoh Perch. 233 ja, und der ist noch kleiner und den brauchen wir erst large. Recht. Aber es ist wirklich so, meistens, du hast den leichtesten Schwierigkeitsgrad und deswegen holst du trotzdem nicht jeden Fisch raus. Weil es ist trotzdem manchmal wirklich bockschwer. Da kannst du das Leichteste einstellen. Fisch! Um Gottes Willen, was ist das für ein Fisch? Ah. Na komm, ich brauch sowieso niemand. Death Mask. 882 Gramm. Not Game Fish. Und ich habe bis jetzt ein einziges Mal in diesem Spiel einen Stiefel geangelt. Der bringt rein gar nichts, da wird nur angezeigt, aber er bringt 200 Sekunden Zeit, was verdammt viel ist. Zeitlimit ist ja sowieso ein sehr, sehr großes Problem. Aber Gott sei Dank habe ich 9 Continues und die müssten eigentlich reichen. Nichts gefressen. Weg damit. Na komm. Beißt an. Das sollte vielleicht nicht so schnell ziehen. Ich benutze den Köder. Der nennt sich, ja, Time Up. Continue. Please continue. Ich benutze den Köder, der nennt sich Popper. Hat die Eigenschaft, dass er nur an der Wasseroberfläche sich aufhält. Es gibt noch andere, aber das ist mein Favorit eigentlich. Aber ich werde es jetzt gleich mal zeigen, wie das so geht. Da kann man schnell mal ins Menü und kann schnell mal wechseln. 810 Gramm. Falls man mit demjenigen, den man am Anfang ausgewählt hat, nicht zufrieden ist. Farbe kann man alles noch wählen. Lure Change. Und nämlich Vibration. Nehmen wir eine andere Farbe. Schwarz.
Das erscheint schon nicht mehr an der Wasseroberfläche. Ups, Entschuldigung, aufgestoßen. Fish on! Und gleich mal so ein Brocken. Ja, da haben wir ne. Feral Perch. Und immer noch zu klein. 252 Kilogramm. Large. Ach, groß. Aber nicht zu groß. Man braucht ein Monster. Wenn es nur so einfach wäre. Schönes blaues Wasser. Und Fisch. Und schon wieder. Oh, der zieht stark. Ja, nee. Ach, der zieht nicht so stark. Das ist keiner. Oh, doch. 350 Kilogramm. Da haben wir es geschafft. Monster. Ja, Monster. Das ist er. 's result. Ja. Da. Wie viel Kilo das ausmacht, über eine Tonne. Allein den Riesenfisch. Good. Stage clear. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es gut ankommt, werde ich euch auf jeden Fall die letzte der Leveln hier zeigen. Ein Fisch von 600, 700 Kilo. Man sieht sich. Haut rein.